Was ist los? Was muss ich machen? Haltet den alten Mann auf. Okay. Wie können die so leben? Ja, gar nicht. Der hängt am Baum und ist tot, Lehrer. Lehrer. Das siehst du doch. Ach, nee, ist das herrlich. Moin, Schattenpriester. Alles Klärchen? Bärchen? Bubbeli, wabbeli. Ein Buch. Cool. Das die stellt sich gleich auf den Tisch. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute. Meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Jo, man lebt so. Aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen. Geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Okay. Ergibt Sinn. Psychos, alles Psychos. Na, 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 na. Dum, 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 dum. Düm, düm. Okay, ich spring doch einfach runter. Spring doch. Oh, ja, ich hätte jetzt. Okay. Ich kriege immer mehr Fähigkeiten und ich bin irgendwie ein bisschen überfordert mittlerweile. Ja, genau, was da. Ah, da, da oben ist er. Ja, Blindfisch. Ach, zündet sie an! Was ist denn das? Lara! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schweine. Keine Chance, ihr Schweine, ganz genau. Oh. Oh, nicht abstürzen. Oh Gott. Toll, wie ich. Ja. Bum, bum, bum. Toll, wie ich die Dynamitstange abbekommen habe. Oh, ihm das Ding in die Ohren hier. Super. Battle, super. Natürlich bringt sie euch alle um. Bitte aufhören, mich alle anzuknubbeln. Versuch, sie rauszutreiben. Wow.
wäre schon vorher abgestürzt. Unbesiegbare Lara. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Ah, verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Eine Anlage für die Frachtbeförderung. Okay. Hier, da müssen wir über 8 Umwege irgendwo hin. Vorher holen wir uns aber alles, was wir brauchen. Pfeile, Bögen, XP. Dum, 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 dum. So. Sammeln, ein bisschen looten und ein bisschen leveln. Ich höre schon wieder Schweine. Mach die Kette auf. Braves Mädchen. Was ist das eigentlich? Achso, das ist so ein Alarmglockending. Okay. Kurz zur Übersicht. Meine Übersicht ist, dass ich keine Übersicht habe. Okay, da will ich noch hin. Da gehe ich auch noch hin. Hoffentlich. Bumpa, zumpa. Kann ich jetzt eigentlich auch irgendwie die Kamera noch wechseln? Oh, guck mal hier. Mmh. Oh, herrlich. Ne, war das schön. Schön. Lara, du lecker Biest. Ich möchte trotzdem keinen Sex mit dir, denn du tötest alle Menschen. Da, ich sehe sie. Die Outsiderin ist hier. Ja, ja, natürlich ist die Outsiderin hier. Ihr kleinen Penner. Selbst schuld. So, oh, guck mal, hier geht's runter. Will ich da runter? Ich glaube nicht, aber wir gehen einfach runter. Ne, oder? Komme ich da wieder hoch? Sieht gut aus. Muni? Wow, das war knapp. Halt den Schnitt. So viele Wege. Warum müssen die hier überall diese armen, süßen Menschen aufhängen? Die sind doch gruselig, sind die doch. Okay. Ah, süß, ja. Da müssen die alle brennen. Oh, jetzt aber ruhig hier. Kugeljagdkrieger, oh Gott, das kommt ganz so. Okay. Gewehrteil gefunden.
seit Ewigkeiten mal wieder Monatsruhe. Schön. Und leveln. Ich muss eine Etage tiefer. Bitte nur eine und nicht gleich 80. Okay. Coole Sache. Wie komme ich an dich ran? Kann ich nicht einfach von unten dran schießen oder so? Keine Ahnung. Ich will nicht in den Ofen springen. Okay, das reicht. Wir lassen die jetzt einfach mal so. Das sind eh nur Bastelkisten. Nette Spielerei nebenbei. Weiter geht's. Was muss ich hier jetzt nochmal machen? Irgendwo hin, okay. Geheimes Grab in der Nähe. Ah, da. Okay, machen wir noch das geheime Grab. Schon wieder 500 Punkte. Frisch ausgeben. Schnell. Eben den Lauf vermantelt und Leute, wollt ihr jetzt? So ein Tempel ist wieder irgendwie Jump and Run, super Rätsel. Wuppdi. Ja. Oh Mann. Ich glaube, das ist eines der düstereren Dinger. Ich habe ein paar Skellies gefunden. Hier auch noch lang. Ich sehe hier rein ja nichts. Was war das? Bitte lass es keine Wölfe sein. Außerdem muss ich mal eben ganz schnell pinkeln. So, meine Süßen, wir sind wieder in einem neuen Tempel und ich gehe eben pinkeln. Bis gleich. Schwuppsi-wupps, da bin ich wieder. So eine Art Werkstatt.
Anscheinend haben die Solari die Orte dieser Insel vollständig übernommen. Versucht, um ein Ziel zu halten. Okay, ich habe Kanister. Hier ist schon wieder so ein Chilexi. Hier ist den Kanister verloren. Der liegt jetzt einfach da. Okay. Scheinbar muss ich irgendwas wegspringen. So, jetzt habe ich auch das Handy geklärt eben kurz. Mein Gott. Ich kann mit dem Kanister nicht springen. What the hell? Das. Ja, genau. Ich habe einen Benzinkanister und eine Fackel an. Läuft bei Mattes. Muss ich das da reinschmeißen? Ich weiß das doch nicht. Keine Ahnung. Kann ich das überhaupt da reinschmeißen? Höp. Ganz erwachsen. Keine Ahnung. Hier liegen überall Kanister. Muss ich da drauf schießen? Bin gerade wieder mal völlig überfordert. Ja. Es hätte klappen können. Es hätte klappen können. Ah, guck mal, Katapult. Konnte ich die nicht auch irgendwie abpacken? Genau. Wieder nur Schmuh drinne. Eine Kiste. Eine Attrappenkiste, okay. Ging das gerade nicht noch runter. Genau. So, und jetzt. Ja, genau. Schmeiß mir den Kanister da rein. Kann ich ihn überhaupt so weit schmeißen? Ich sehe nichts. Ich bin verwirrt, völlig verwirrt. Hier ist ein Katapult. So eine Art Katapult. Okay. Kann ich nicht einfach irgendwo hier dran springen oder so? Oder hier drauf? Diese Schnitzereien sind alt. Ja. Hunderte von Jahren. Mindestens. Wenn nicht Tausende. Nutzt mich jetzt gerade alles hier nix. Muss ich jetzt hier die Kanister alle drauflegen oder was? Power Grind. Pano, bist du noch da? Ich glaube, ich bin vor einem Rätsel. Was ich nicht gelöst kriege. Irgendjemand Ideen, meine liebe Community? Wir haben hier ein Stück Leiter. Brennöfen. Ein Lager. Und diese Fu-Kanister. Und dieses Katapultzeug hier. Siehst du, das ist so eine Wippe.
Kann ich da hochschießen und ihn dann anschießen? Und dann? Dann kann ich da drauflegen. Ich kann ihn nicht legen, ich kann ihn nur so komisch schmeißen. Kann ich das Ding nicht in Brand setzen? Ja, vielleicht muss ich die hochschmeißen und dann anzünden, aber wie krass kompliziert ist das denn? Und wohin schmeißen? Waren das alle Kanister? Habe ich noch irgendwo Kanister? Da ist noch ein Kanister. Komm da jetzt runter, du doofer Kanister. Okay, ich hab's gecheckt, hüpfen kann ich mit dem Dinger nicht. So. Jetzt. Okay. Jetzt habe ich aber genug Umlauffläche für. Was genau? Um da dran zu kommen. Um da dran zu kommen. Irgendwo dran zu kommen. Warum willst du nicht? Ach, das ist eine Kletterwand. Ah. Dann brauche ich dich doch gar nicht, oder? Ha! Mein Gott! Danke, Schattenpriester. Ist auch so. Muss ich höher? Ja, da will ich dran springen, ganz genau. Ha! Mein Gott, eine Geburt, ey. In die Röhre will ich aber nicht hüpfen. Gucken wir uns hier erstmal an. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Wir haben den Schatz gefunden. Manchmal stellt man sich auch dämlich an. Juhu. Fantastico. Dum 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 dum. Oh. Das war knapp. Süß. Jo, ich danke dir.
Hauptsache der andere Kram war Deko. Verwirrender Deko. Schön. Und wieder ein Grabmal gefunden. Jetzt müssen wir hier zu Johnny Wonka. Ich denke, ich muss da hoch. Irgendwie. Wahrscheinlich mit dem Mühlenrad. Oder hier so. Hurpa. Oh, guck mal, da sind sie doch. Oh nein. Okay. Zeig ihnen die Zähne, Lara. Grim! Die schlechteste Deckung, die du hattest. So. Muss da rüber. Da kommt schon wieder Melee-Kämpfer. Ratten. Das ist der Plan. Ach, halt den Schnitt. Natürlich bist du getroffen. Damn!
Abgrund runter! Nein! Okay, wir haben auch einige Stürze überlebt. Es muss nichts Endgültiges sein. Sieht was Endgültiges aus? Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Ja. Da müssen wir hin, Lara. Komm, hüpf. Kletter, was auch immer. Aha. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ihr Ratten. Was ein Haufen. Wo ist der Palast überhaupt? Da ist er. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Oh, oh. Rechts, links, geradeaus. Da. Jetzt springt er dann und. Ja, genau. Boah, jetzt juckt mein Rücken auch noch. Muss ich wieder irgendwelche Mega-Umwege gehen hier? Ist da noch ein Buch? Ist das doof oder ist das gerade ein Buch? Okay, das ist nur eine Platte, alles klar. Halluzinationen sind was Feines. Hey, da ist sie! Durchschneiden! Schon dabei! Oh, was? Sind wir so? Ich hab sie! Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. Roth. Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier wechseln. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Was? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Okay. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Okay. Klare Geschichte. So, meine Lieben. Ich denke... Okay, wir gehen erstmal ins Lagerfeuer.